Also offenbar gibt es viele Rechtsunsicherheiten durch die Kriegszeiten und die Wiedervereinigung Deutschlands, ob es überhaupt souverän ist, ob es sich überhaupt eine Verfassung geben kann. Wie wollt ihr das dann trotzdem schaffen? Ja, wir haben jetzt eine Software in die Welt gestellt und in der Software sind drei Fragen oder drei Entscheidungen abgefragt. Und zwar die erste heißt, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erklären. In Artikel 146 ist gewissermaßen das Grundgesetz, keine Verfassung ist festgelegt. Da steht drin, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Da ist das Volk zum Verfassungsgeber tatsächlich auch im Grundgesetz noch erhoben. Und die Bedingtheit des Grundgesetzes oder die Unvollkommenheit des Grundgesetzes auch definiert. Zusätzlich, dass vorne drauf steht, jeder, der ein Grundgesetz hat, kann ja mal gucken, es sei denn, er hat eine lügnerische Ausgabe, die gibt es auch. Okay. Da steht drauf, vorne drauf, da steht nicht drauf Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, da steht aber auch nicht Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland drauf, sondern da steht Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Um ganz deutlich zu zeigen, dass es nicht originär aus dem deutschen Volk gehoben ist, so ungefähr. Und wir haben jetzt diese drei Fragen. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Dann gibt es die zweite, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Was heißt wirklich alle Fragen? Wie stehen wir zu Amerika, zur NATO? Und was ist mit Glyphosat? Glyphosat wird ja auch in der EU entschieden und nicht in Deutschland und so weiter und so fort. Also vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur das Volk, nur per Volksabstimmung zu entscheiden ist und nicht mehr einseitig durch die Politiker. Vorschläge können sie ja machen, aber entscheiden müssen wir. So in der Art. Ja. Und diese Volks- und dann dazu, zu diesen drei Fragen, gibt es nur unten einmal ein Ja und ein Nein, sodass man dieses Ding als Paket nur entscheiden kann. Und das gibt es im Internet auf der Webseite unserer-verfassung.de. Da kann man da abstimmen darüber. Und dann sind wir der Souverän übers Ganze. Dann ist tatsächlich das Grundgesetz endlich so hergerichtet, wie es ursprünglich sein sollte. Diese Volksabstimmung war von Anfang an geplant. Das ist eine eigentümliche Geschichte. Deswegen heißt es, alle Souveränität geht vom Volk aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt, die Souveränität. Und eine Wahl und eine Abstimmung sind halt zwei ganz verschiedene Geschichten. Bei einer Wahl wähle ich eine Partei und Menschen. Und dann ist die Frage, was machen die damit? Da stehe ich dann außen vor und kann warten. Bei einer Abstimmung geht es wirklich um eine Sachfrage und weder um eine Partei noch um Menschen. Eine Abstimmung kann auch etwas bringen, was sämtliche Parteien nicht haben wollen. Eine Abstimmung ist was ganz anderes und da ist meine direkte Entscheidung über diese Sachfrage gefragt. Und wenn man das weglässt und dann kriegen die Parteien eine Überherrschaft oder eine Übermacht, die dazu führt, dass es eigentlich keine Demokratie mehr gibt, sondern die Parteien machen untereinander aus, was sie wollen und das Volk steht außen vor. Wird uns ja immer so vorgemacht, dass so repräsentative Demokratie, das ist doch die Demokratie und dieser Teil mit der Abstimmung, der wird quasi immer weggelassen. Genau, aber da beginnt eigentlich Demokratie. Im Grundgesetz selber haben die Parteien auch keine andere Aufgabe als an der öffentlichen Willensbildung teilzuhaben. Mhm. Die haben nicht die öffentliche Willensbildung außer Kraft zu setzen und zu machen, was sie selber wollen. Das ist auch verfassungsfeindlich. Mhm.